In unserer Reihe Creative Austria wollen wir künftig in loser Folge Projekte und Personen in Österreich vorstellen, die ausgetretene Pfade bewusst verlassen und innovative Akzente setzen. Ein solches Projekt, das überdies ziemlich spektakulär ist, wurde gerade in Vorarlberg realisiert. Der britische Künstler Anthony Gormley hat 100 lebensgroße Gusseisenfiguren auf einer Seehöhe von exakt 2039 Meter in die Vorarlberger Gebirgslandschaft gesetzt. Die bislang größte Landschaftsinstallation, die es in Österreich je gegeben hat. Gormley will seine Kunst immer in reale Lebenssituationen eingebettet sehen. Und er berührt damit die Grundfragen der menschlichen Existenz. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Welche Rolle spielt das Projekt Menschheit in der Evolution des Lebens auf diesem Planeten? Der Kraft von Gormleys Arbeiten kann sich kaum jemand entziehen. Die Idee war einfach, eine Frage zu stellen. Wo passt der Mensch in das Schema der Dinge hinein? Und ich habe diese Frage schon an verschiedenen Orten gestellt, aber das ist das Extremste, das ich je gemacht habe. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich Anthony Gormley schon mit dem Bild des Menschen in der Skulptur. Es sind oft radikale Untersuchungen über den Körper als Ort von Erinnerung und Transformation. Mit seinen Landart-Projekten ortet er dabei auch die Randzonen der menschlichen Zivilisation aus. Von Anthony der Wunsch kam, und das war ein heißer Wunsch, den er lange im Herzen trug, gewissermaßen, ein Projekt in den Alpen zu machen. Anfangs sind die Projektorganisatoren bei den Grundbesitzern auf Skepsis gestoßen. Der erste Grundeigentümer, den ich besucht habe, war nicht ein wirklicher Erfolg. Da bin ich mehr oder weniger aus dem Haus geflogen, der das als kompletter Schwachsinn abgetan hat. Und in der weiteren Folge ist dann relativ leicht gegangen. Also die waren sehr kooperativ und hatten viel Verständnis dafür. Bei der Umsetzung haben mehrere hundert Freiwillige und auch das Bundesheer mitgeholfen. Eine Riesenlogistikleistung, bei der es gelungen ist, mit nur 17 Hubschrauberflugstunden alle 100 Figuren auf dem mehr als 150 Quadratmeter großen hochalpinen Gelände aufzubauen. Anthony Gormley erzeugt mit seinen Installationen kraftvolle Bilder. Und die wecken großes Medieninteresse. Auch wenn die Journalisten nicht immer gleich das finden, was sie suchen. Es kommen gerade die britischen Journalisten von hinten. Die sind auf der Suche nach echten Menschen. Also ich gesagt habe, ob wir da jetzt besuchen sind. Ja, wir sind vom Tourist Board. Ah, sie suchen echte Menschen. Die Kunstszene pilgerte jedenfalls in Massen zur Eröffnung ins Gebirge. Von Eva und Adele bis Bianca Jagger waren alle gekommen, die Rang und Namen haben. Manche echte Menschen, also Einheimische, stehen dem Projekt noch mit Skepsis gegenüber. Die Einheimischen glauben halt, dass das ein voller Blödsinn ist. Es geht uns eigentlich nicht ein, was das sein soll. Gormleys Arbeiten im öffentlichen Raum beziehen den Betrachter auch immer bewusst mit ein. Der soziale Prozess der Auseinandersetzung mit seiner Arbeit steht für Gormley dabei im Mittelpunkt. This is a dumb object.
Das ist einfach ein Objekt. Du kannst es schlagen, es ist greifbar, man kann es berühren. Und es gibt noch andere, die ich sehen kann. Und daraus entsteht die größere Frage, wie viele sind da eigentlich? Wo fangen sie an und wo hören sie auf? Irgendwie ist das ein offenes Feld und wir sind in diesem Bild. Es ist nicht mehr einfach nur eine Darstellung. Es ist mir sehr wichtig, dass sie in die Landschaft eingebettet sind. Manchmal sieht man sie gegen den Himmel. Du musst sie jagen und suchen. Ja, da kann ich eine sehen. Es ist wirklich eine Einladung zu suchen, zu schauen, vielleicht auch zu finden, aber ganz sicher sich etwas vorzustellen. Gormlys Figuren sind rohe, industrielle Formen, unbehandelt und bewusst der Verwitterung ausgesetzt. Eisen ist konzentriertes Erdmaterial. Wenn wir uns 65 Kilometer in Richtung Mittelpunkt dieses Planeten bewegen, finden wir dieses Material. Das ist es, was unser Blut rot macht. Der Abguss. Die rohe, serielle Reproduktion der Figuren spielt für Gormley eine wichtige Rolle. Seine Figuren sind keine Darstellungen des Menschen. Sie sollen dem Betrachter vielmehr als Projektionsspiegel für seine eigenen Gedanken dienen. Wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, wir haben die Fähigkeit zur Vorstellung. Und sie warten auf unsere Projektionen. Wenn heute über 50% der Menschheit in Städten leben und man sagt, um das Jahr 2050 werden es 75% der Menschen sein, die im urbanen Netz leben, was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir den größten Teil unserer Zeit in virtuellen Welten mit funktionalen Sprachen und einer materiellen Kultur verbringen. Und ich frage, können wir unsere Grundüberzeugungen ändern? Können Mensch und Natur wieder vereint werden? Und wenn wir das nicht können, dann werden wir möglicherweise nicht mehr lange hier sein. Maybe if we can't, then we're not going to be here for very much longer.